Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Immer noch mit dabei, der Bekloppte da drüben, der Street Digger 2. Einen wunderschönen guten Hallo und nenn du mich nochmal bekloppt hier. Ne? Ey. Du mit deinem Link da auf dem Kopf. Ja, wen kommt mir eine Rakete aus dem Mut geschossen? Ja, mir. Ja. Und wie sprichst du eigentlich hier mit deinem Lehrer? Was? Lehrer? Achso, ja. Entschuldigung. Ja. Ich wollte schon sagen, schlimm die Schüler heutzutage. So. Der liebe Street Digger will so ein bisschen Nachhilfe bekommen, habe ich gehört. Ja, in Botan, ja. Ja, ihr seid ja echt nicht so, ich sag mal. Da, pscht. Ja. Ich meine natürlich, ihr seid ja Profis, ich weiß gar nicht, was ich euch noch beibringen kann. Ja, klar. Also, fangen wir mal. Ich bin gerade am gucken, also ich glaube, die Leute wissen noch gar nicht, um was es sich dreht. Ah. Ja. Also, ich glaub, könnte. Die Folge kommt, die kommt am Freitag Samstag raus. Nee, Freitag. Freitag? Hm? Ja, könnte. Aber die wissen wahrscheinlich noch gar nicht, was es mit Botania auf sich hat. Ja. Auf jeden Fall, werdet ihr sehen. Gut. Also ich brauche noch ein bisschen Living Rot, Wood, ne, glaube ich. Rot, ja genau, Rot. Living Rot. Ja, wie das hergestellt wird, weißt du ja, ne? Ja, wo hast denn du deine Daisy? Ne, das ist nicht die Daisy, ne? Die Daisy ist da drüben und mir fällt gerade auf, ich habe kein Holz mehr hier oben. Ah. Top vorbereitet. Ja, ich meine, du bist hier umringt von Holz. Oder ja. Geht das nicht? Mit dem Rubberwood geht es echt nicht. Ah, okay. Ich habe jetzt hier schon Twilight Oak geholt. Das geht, ja. Das geht lustigerweise. So, flupp. Also, Living Wood weiß ja einmal hier außen rum und. Ja, bam. Genau. Ich weiß auch, wie so eine Pio-Daisy geht. Also das ist ja in der Halle. Ab wo hört denn bei dir auf? Fangen wir mal so an. Wo es bei mir aufhört? Hm? Warte mal, Daybloom. Die Nightshade, glaube ich, heißt es, oder? Daybloom, Nightshade, ne? Das sind ja die zwei. Ja, und Mana sammeln eben. Okay. Dann holen wir einmal hier das. Oder von wo? Ey, ich homole demnächst nochmal, weißt du das? Warum? Der hat alles im Inventar. Ah, super. Ja gut, so ein Buch ist ja schnell gecraftet, oder? Ja, machen wir jetzt einfach mit schnell zwei. Jo. Ich warte mal hier ab, bis das Living Wood da gewachsen ist. Jo, mach das. Dauert ja ein bisschen, ne? Ja, einen kleinen Moment. Hm. Zwei Saplings. Was ist denn das für? Twilight. Achso, Twilight. Hm. Twilight Holz. Ja, wir hatten ja so ein paar große Bäume hier. Die habe ich mal abgeholzt. Achso, ja. Ihr habt ja hier oben nicht genug, ne? Ihr müsst ja in den Wald gehen. Ja, nee, das war ja vor dem Baum. Das war vor diesem Baum hier. Achso, okay. Und teilweise, weil die mir auf die Nerven gingen. Ja. Wie lange habt ihr eigentlich gebraucht, um den Baum auszuhöhlen? Bis jetzt waren es locker 5 Stunden. Pff, nicht schlecht. Mit einer Lumber-X. Ja, okay, gut, mit Lumber-X geht es ja. Also. Ah, guck mal hier. Jo. Da ist es ja schon. So. So, ich brauch 6 Stück, glaube ich, ne? Genau, 6 Stück für einen Wand of Forest. Genau, Wand of Forest. Die Wand vom Wald. Hm? Oder so ähnlich. Ja. Okay. Ja, komm, ich mach gleich mal 4. Den lege ich da rein. Ich hätte gern weiß. Und dann mache ich auch schon mal ein bisschen Living Rock, weil das werden wir, glaube ich, auch brauchen. So. Living Rock. Ja gut, wie man so ein Mana-Pool herstellt und sowas, ne, das Ja, das ist mir bewusst, aber ich würde eigentlich auch später mal auf die Runen gehen. Ja, okay, gut, Also, wenn du mal anschaust, jetzt hier im Lexica Botania, bei der Generating Flora, da, Also, ihr habt ja bis jetzt nur die Dayblume und die Nightshade gemacht, ne? Ja. So, um's freundlich auszudrücken, die könnt ihr quasi in den Müll werfen, die produzieren so gut wie gar nichts. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. So. Was wir jetzt mal machen können, ist zum Beispiel so eine Endoflame, das ist die zweite Blume. Da kannst du jetzt. Achso, ja. Da kannst du zum Beispiel Kohle drauf werfen, wenn du da hingestellt hast, dann macht ihr die aus Kohle Mana. Irgendwas Verbrennbares. Okay. Ist auch nicht wirklich schwierig herzustellen, das Schwierigste daran ist das Red und das Brown Mana Petal. So. Weißt du, wie das geht? Ich glaube, da musst du so eine Blüte in so einen Mana-Pool werfen, gell? Genau. Bloß braucht halt ein bisschen was an Mana, das ist ja wohl verständlich.
Ja, da steht, was stand da drin? Not Nitor. Achso, von Traumcraft, ne? Das Zeug. So, was war das jetzt? Braun, braun, rot, rot und hellgrau. Hellgrau ist da. So. Also Mannerblüten, weißt du Bescheid, das ist einfach nur hier stumpide reinschmeißen. Ja, genau. Gut. Machen wir jetzt einfach mal so eine Blume. So. Einfach nur mal. Ich bin mal gerade unten. Das ist ein Brosseneimer, ne? Ja. War mir klar. Achso, hast du den Stein da gelassen? Dann könnt ihr schon mal ein bisschen mehr Living Rock machen. Sehe ich so aus? Hätte ja sein können. Du glaubst doch nicht mehr, dass ich so vorbereitet bin. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, der wird zwar gut. Ja? Ich komme schon wieder da rum. Ich auch. So, hoffentlich haben wir da nichts alles. Ja, verdammt. Naja. So. Dann ist. Ich gebe mir mal halb, halb. Okay. So, wie so eine Blume hergestellt wird, weißt du ja wohl auch, ne? Ja, klar, ein bisschen Wasser rein, dann die Blüten rein und dann warten. Genau. Ne, dann noch einen Samen rein, genau so. Genau. Und die noch und der Samen rein. So. Ah, ich habe die Endoflame, cool. Gut. Dann hast du das Living Rock? Ich habe auch ein bisschen Living Rock, ja. Gut. Dann machen wir nämlich extra dafür meinen Mana Pool. Okay. Mana Pool wird, glaube ich, auch in der Workbench hergestellt, ne? Genau. Ja, das ist mal den Desolated oder Desolated? Den Deluted. Deluted, ja. Deluted, ja. Da ist er. So. Hab ich? Der wird ja dann einfach in den Mana Pool reingeworfen. Ja, hast du einen vollen Mana-Pool da? Ja, da. Guck mal hier. Hier seiner. So, zack, hab ich. So, gut. Dann stell den einfach mal hier vorne hin. Vor dem Mana-Spreader. Okay. Ist da der Abstand egal? Der Abstand ist quasi egal. Du kannst einfach mit dem Bind-Mode. Also, der Wand of Forest hat ja zwei Modi: den Function-Mode und den Bind-Mode. Ja, ja, genau. So, anderen, dann da und dann, zack, ja, genau. Gut. So, dann stell den. Ja, ne? Ja, der ist verbunden. Kannst einfach mal, wenn du nur mit dem Wand of Forest über den Mana-Spreader gehst, dann siehst du, dass der Mana-Pool dahinter jetzt umrandet ist. Ja, ah, okay, ja. Mhm. Dann siehst du, wer mit wem verbunden ist. Okay. Oh, da leuchtet so schön. Mhm. So, dann stellt er die Endoflame einmal. Ich wollte schon gerade gesagt haben, mir wurde gerade so eine kleine rote Blume angezeigt, so eine Rose. Nee, das ist eine Endoflame. Gut. Also, ich habe jetzt hier mal einen Twilight Oakwood, legen wir mal da hin. Und. Du siehst, es ist weg. Wenn du jetzt mal rechtsklick auf die Endoflame machst, dann siehst du. Ah, das ist doch. Hat nichts. Nee. Die hat es anscheinend schon direkt weitergegeben, ne? Ja, aber du siehst schon, das ist schon ein bisschen meiner Mana-Pool angekommen. Oh ja. Und ich bin dann nochmal unten, weil das wollte ich dann ganz mal mit Kohle zeigen. Da merkt man das ein bisschen besser. Kohle war, glaube ich, hier, jawohl. Wow, was ich auf Anhieb. Gut. Braucht aber auch schon ein bisschen, ne? Bis sie das Zeug verbrennt. Ja, also die hält schon ein bisschen länger. Also ich habe jetzt mal ein Kohlestück hingeworfen. Wie ist denn das eigentlich mit dem Mana Spreader? Ja. Muss der einen gewissen Mount drin haben, also so einen gewissen Füllstand, damit er das erst weitergibt, oder? Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel drin reinschaust, der füllt sich immer ein bisschen auf und gibt das erst ab einer gewissen Anzahl ab. Ah, okay, ja, ich sehe es gerade. Also sagen wir jetzt mal. Woher füllt denn der sich jetzt noch auf? Von der Endoflame. Ich habe da ein Stück Kohle getan. Weil die hier ist, wenn man eine neue Ressource bekommt, frisst die das und die produziert weiter Mana. Ah, cool. So. Also. Wie ist denn das eigentlich? Ganz kurz, wie ist denn das dann mit Zeug, was du da hinwirfst? Geht das dann auch irgendwann weg? Also hier 5-Minuten-Regel und so? Das ist, glaube ich, soweit schon. So geregelt über die 5-Minuten-Regel. Also, wenn du jetzt hier sonst, sag mal, ich schaffe jetzt einen halben Stack hin, dann verbraucht die immer ein Stück und nimmt sich dann immer nach. Ja. Wenn nach 5 Minuten dann noch da ist, ist dann halt weg. Achso, okay, gut. Also, ja, das wollte ich wissen. Ja. Muss halt ein bisschen kontrollierter machen. Ja, okay. So, was ich dir dann auch nochmal empfehlen kann für eine Blume, um Mana zu produzieren, ist die Hydro-Angeas. Ja. Das ist diese blaue.
Okay, ja, Hydroangias, okay. Das will ich jetzt mal selbst probieren, ob ich die hinbekomme. Okay, also ich brauche dann Mystical Cyan. Zwei Stück, Petals. Ja. Eine pinke, eine blaue und dann brauche ich aber ein Blue Mana Petal und ein Cyan Mana Petal. Ja. Gut, das probiere ich mal. Ich fülle dir schon mal das Wasser ein. Wasser hast du schon drin? Ein Cyan, zwei blaue. Was war das jetzt nochmal? Achso. Genau. Ein rosa. Ein davon und ich glaube ein davon. Oder? War das jetzt richtig? Ja. Müsst so hinhauen. Ich lass dich jetzt mal machen. Ja, mach du. Lass du mich mal machen. Ja. Genau. Mach du mich mal lassen tun. Ja, ich dich tun lassen oder sowas. Da Wasser drin? Wasser habe ich reingetan. Okay. So, eins, dann zwei, dann die, die und die. Und jetzt brauche ich natürlich noch ein Seed. Jetzt bin ich echt mal gespannt, ob das geklappt hat. Nee, guck nicht so neugierig. Ja, das hat ja super geklappt, ne? Ja. Mit dem Samen. Mhm. Hallo? Ja. Hä? Hab ich was falsch gemacht? Ja, du hast das falsch gemacht. Okay. Wenn du mal das Rezept richtig anschaust, also du hast die Blüten von der Farbe her sind schon richtig, aber ja. Es ist eine Blue Mana Petal und eine Cyan Mana Petal dabei. Ja, hab ich ja drin. Nee, das sind nur die Mystical. Du hast sie noch nicht in so einer Mana gemacht. So, okay, gut. Wie kriege ich ihn jetzt wieder raus? Das ist ganz einfach. Kannst einfach abbauen und. Okay, gut. Werfe ich dir alles wieder zu. Ja. Dankeschön. Warte. Mana Petal, Mystical Blue Petal. Mystical Blue Petal. Hä? Warte mal. Okay. Problem gefunden? Ich hab auch einmal Light Blue, ich depp. Ja. Das sieht man so schlecht. Ja, da musst du echt drauf achten. Aber ja, finde ich auch gut. Das ist Blue, das ist Light. So, ich brauch ein. Jetzt muss ich nochmal ins Rezept gucken. Okay. Also ein Blue Mana Petal und ein Mystical Blue Petal. Genau. Was du auch machen kannst, um nicht andauernd ins Buch reinzuschauen, du kannst auch einfach in die Suchleiste die Blume eingeben. Wird das Rezept auch angezeigt. Ja. Okay. So, Cyan Mana Petal. Hab ich nicht. Warte mal. Ich hab Cyan Mana Petal, genau. Dann habe ich ein Blue Mana Petal, dann habe ich ein Mystical Blue Petal. Bei Mystical Light Blue Petal. Nee, Cyan. Ah, siehst du, da fängt's schon wieder an. Mhm. Light Blue brauchst du gar nicht. Ja. Mystical Cyan, genau, zwei Stück. Ah, jetzt müsste es aber funktionieren. Hast du schon Wasser drin? Nö, ne? Nee. Oder so. Ja. War auch schon passiert. Ja, ich bin Profi da drin. So, zack. Hallo? Wo bist du jetzt hin? Hä? Oh, das rosa Ding ist weg. Wo immer es auch hin ist. So, du und ihr zwei, glaube ich, noch. Du. Ne? Müsste passen, oder? 3, 6 Sieht Stück, gut ja. aus. Habe ich jetzt noch den... ich habe tatsächlich noch den Samen in der Tasche. So. Und? Hey! Geht doch! Eine Hydro-Angias, cool. Sehr schön. So, was mache ich jetzt mit der? So, die braucht einen speziellen Aufbau. Wenn du da mal vor dem Rezept schaust, dreimal drei Feld mit Wasser und eine Umrandung irgendwie, dass das Wasser nicht rausfließt. Und stellst du dir hier die Ecken rein. Okay. So, ich habe natürlich auch noch eine. Die hatte ich nämlich schon mal vorher gemacht. Und ich habe eben gesehen, die hat getrunken. Mhm. Krass. Ja. So, sind die jetzt direkt mit dem Mana Spreeder verbunden oder muss ich die jetzt erst noch verbinden? Die nehmen sich den nächsten Mana Spreeder, der es geht. Ja, hier sind ja ein paar. Ja. Kann ich die dann auch explizit zu irgendwas zuweisen? Ja. Also, okay. Wenn du jetzt, sagen wir mal, hier ist einer und hier steht jetzt da einer. Ja. Da kannst du sagen, nee, zu dem Mana Spreeder will ich nicht. Dann gehst du wieder auf den Bind Mode, machst Rechtsklick und wählst dann aus. Und dann siehst du so eine kurze Verbindung. Cool. Unknown Status? Hatten die einen anderen Status? Ja, Unknown Status ist einfach nur. Achso, okay, dass ich nicht weiß, was da drin ist. Ja, genau. Okay. Gut.
Voll. Wie viel Mana produziert die? Also eine an sich produziert schon noch was weniger, aber wenn du so wirklich einen Aufbau ringsherum machst, 4 Stück, ja, klar. Da produzierst du einiges an Mana. Kannst du eigentlich mehrere Blumen auf einmal machen? Geht das? Also dass du... Also meinst einmal in die reinschmeißen und dann mehrere Seeds oder wie? Ja, nicht einmal reinwerfen, sondern halt schon für 5 Blumen oder sowas das Rezept rein, dann 5 Seeds hinterher. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, aber ich glaube nicht. Okay. So. Ja, cool. Was ich dir auf jeden Fall auch noch empfehlen kann für Blumen, sind 2 spezielle. Das ist einmal die Thermalily und die Entropinium. Thermalily? Achso, Thermalily, okay. Mhm. Aber wenn ich... Das sind aber schon Runen, ne? Ja. Okay. Also der Rune of Fire, glaube ich. Die können wir einmal machen. Rune of Fire und Rune of Earth. Mhm. Earth. Earth. Ich gehe dafür erstmal die ganzen Sachen noch raufholen. Oh ja. Ich glaube, du hast Runen da vorne in der. Achso, ja. Ja, ja, wir machen jetzt aber einmal extra. Ja. Ruhig hier. Ja, ganz ja. Ruhig. Boah, schlimm, diese Schüler. Oh, das ist ein super vorbereiteter Unterricht. Ja, also, ja, ist ja gut. Sei doch nicht so. Dann räume ich eben nicht für dich auf. Wie aufräumen? Ja, ich habe extra vorher aufgeräumt. Was? Würde wo? Ja, das weiß ich auch nicht wo. So, haben wir denn irgendwo noch? Jetzt haben wir keine Netherbricks. Ja, komm, dann mach ich einfach rein. Flop. Meiner. So, Gunpowder brauchen wir noch. Da. Mach ich jetzt noch was anderes für dich. Ich bin sofort wieder bei dir, ne? Ja. Das haben wir. Das war noch ein. Redstone, gut. Aha. Das haben wir. Rune of Spring. Puh, ja. Ja, das wissen was. Ist schon einiges. Also, ist auf jeden Fall ein komplexer Mod. Ja, definitiv. Ich habe da auch mal so ein Spotlight gesehen, aber ja, gut. Ich meine, es ist natürlich besser für mich, wenn ich das dann von jemandem gezeigt bekomme. Mhm. Also richtig, meine ich jetzt hier, auch so in-game. Und ich habe da auch gesehen, da gibt es irgendwie noch so ein Portal, was du bauen kannst. Und da kannst du noch so ein Beacon nehmen und dann... Ja, also, wenn alles klappt, weiß ich, hast du heute noch was... Am Abend sowas Zeit? Ich hätte, glaube ich, nur noch 1 Stunde Zeit so rum. Wenn du dann mal auf dem Server von Trivolaria drauf kommst, da könnte ich dann mal so ungefähr zeigen, wie das aussieht mit Terra Steel. Das habe ich hier noch nicht fertig gemacht, das habe ich da aber schon. Ah, okay.